Malte und hallo, liebe Angelsportsfreunde, und herzlich willkommen zu einem weiteren Vlog nachts mit Wobbler auf Zanderangeln. Ich bin heute unterwegs mit dem Erik, der ist schon am Wasser, und mit dem Luke, der ist auch schon am Wasser. Die haben sich schon ein bisschen am Wasser verteilt, weil die heiß sind auf Angeln. Ich wollte noch mal eine kleine Anmoderation machen und euch mitteilen, dass wir wieder los sind. Es ist schweinekalt, wir haben es um die 0 Grad, vielleicht wird es heute Nacht auch noch minus 1 Grad. Wir wollen mal gucken, ob uns die Ringe nicht einfrieren, und hoffen, dass wir einen wunderbaren, schönen Zander überlisten können. Mit Wobbler wollen wir es probieren, aber auch mit Gummifisch. Irgendwas muss ja mal Fisch bringen. Wir waren jetzt schon mehrmals los, 6-mal wieder zwischenzeitlich los, wie wir als beim letzten Mal los gewesen sind. Und ja, jedes Mal, als ich dabei war, gab es leider keinen Fisch. Die Jungs hier unten, die haben schon Fisch gefangen, aber keine Kamera dabei gehabt. Naja, so ist das Angeln, so ist das mit dem Film. Wir wollen es einfach mal probieren, und vielleicht schaffen wir heute einen wunderbaren, schönen Zander zu fangen, vielleicht auch zwei. Ich würde immer sagen, ihr begleitet uns einfach, ihr kennt das Spiel, nachts, Film ist ein bisschen doof, wenn Fisch kommt, dann seid ihr dabei. Los geht's! Das Teil ist riesig, oder? Jo. Jo, Junge. Mach langsam. Versuch den irgendwie aus der Haut zu bringen. Luke, du musst den keschern, Alter. Ja, nun. So. Ganz ruhig. Der steht gerade da in der Strömung. Oh, Junge. Da kommt er. Alter. What the fuck? WTF! Der knackt einen Kescher! Alter, voll! Der könnte doch eine 90 haben! Erik! Alter, der ist so rein. Mega! Auf Gummi, ne? Ja. Ist der? Alter, ist der fett! Erik! Hans Jonas! Das ist doch nicht normal! Warte, Alter! Was für ein Okolyt! Da haut der so ein fettes Ding raus! Erik, muss einmal ganz kurz hier eine Videoaufnahme machen. Alter. Du bist Wahnsinn. Ja, unnormaler Mensch. Krass, leg auf die Messmatte. Alles vorbereitet, nass ist er. Ah, 89. 89 vorne dran. 89. Ja. Leute. Leg mal vorne ran. So. 89. 89. Heb ihn mal hoch. Wieder ein neuer PB, Erik. Wahnsinn. Erik, mein Freund. Ich wünsche dir ein dickes Petri, neuer PB. Dank, ja. Meine Güte, ey. Wir haben es hier 0 Grad und der haut hier einen raus, ey. Ja. Dickes, dickes Ding, ey. Was ein Wahnsinnsfisch. Mir tut mein Arm weh. Ja, war der so schwer? Ja. Ey, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Aber dafür hast du ein paar schöne Bilder. So, du hast heute Angelverbot. Der da hinten, ja. Der Luke, der braucht nämlich auch mal einen neuen PB, ne? Ja. Ja, hat mir nicht gesagt, wir wollten den Vortritt lassen. Ja, sag aber bei dem Spot hätte okay. Ich nicht mal auf eine Fritte gehofft. Alles klar. Dann nochmal dickes Petri und dann Petri. Fischen wir mal ein bisschen weiter, ne? Ja, weiter geht's. Obwohl, da geht's schon besser. Kleiner Sprint hierher und der Luke mit Fisch. Ist ein großer? Mal gucken, könnte das neuer PB oh, sein. Das sieht nach neuem PB aus. Ja. Jetzt nur nicht verlieren. Alter. Jawohl. Nice. Ja, der könnte. Jo, ist neuer PB. Geil. Ich hab gesagt, du fängst ihn hier. Junge, Junge, Junge. Da ist der dicke Fisch für den Luke. Junge, Junge, Junge. Das sieht definitiv nach neuem PB aus. Alter. PB aus, ey.
Alles vorbereitet. Ja, 70. 70, das könnte der gleiche sein. Fisch. Jawohl, ja. Wirklich ohne zusammengedrückt, ne? Ja. Nee, ohne zusammengedrückt, ich habe nur so runter gemacht. 70. Ja, der 70, geil. Dickes Ding, Alter. Kopflampe aus. Dann kann man ja mal eine schöne Videoaufnahme machen. Ich geh mal deine Kopflampe nochmal her. Vielleicht mit deinem Handy auch noch Bild machen? Ja, gleich. Alter, weiter. Schönes Tier. Junge, Junge, guckt euch ihn an. Ey, was ist denn das für eine Nacht heute, bitte sehr, hä? Mega. PB. PB-Nacht. Geil. Leute, Leute, was ist das für eine Nacht, ey? Da ist der glückliche Fänger, er hat seine Lampe noch an. Dickes Petri zum neuen PB. Dankeschön. Ja, zwei neue PBs in einer Nacht. Ich glaube es einfach nicht. Ja, ich bin noch Schneider. Vielleicht entschneide ich mich gleich auch nochmal. Aber ich glaube, die Nacht ist perfekt für ein paar Zander. Wow. So, jetzt erstmal hier den Köder aus dem Köcher befreien. Messmatte wieder einrollen. Und dann geht's zu einer neuen Stelle. Los geht's. Und läuft. Leute, wir haben eine Stelle weitergemacht. Und was soll ich sagen? Die Jungs haben mich fischen lassen und ich konnte mich entschneidern. Ist kein 70er. Das ist ein guter, ja, 62, 65 cm großer Fisch. Aber ist es Fisch? Ja, geil! Ah, Junge, was ist das für ein Abend, wa? Junge, Junge, Junge. Drei Fische, jeder entschneidert und wir haben noch ein bisschen Zeit, wa? Auf jeden Fall. Geht nochmal los, fahren noch mal eine neue Stelle an, machen hier jetzt noch mal ein bisschen Strecke und vielleicht kommt noch einer, vielleicht in der nächsten Stelle noch. Wir geben weiter Gas. Los geht's! Die legendäre Nacht geht zu Ende. Wir haben fertig, ich guck mal schnell auf die Uhr, und wir haben es gleich 9:30. Nach den drei Fischen ist leider nicht mehr viel passiert, aber muss es auch nicht. Zwei PBs sind geknackt, alle drei konnten sich mal entschneidern. Das allererste Mal, dass wir auf einer Tour uns alle drei entschneidert haben, einfach Wahnsinn. Ja, ich würde mal sagen, da es ein bisschen wenig Videomaterial ist, gehen wir auf jeden Fall nochmal los und hoffen, dass wir vielleicht da auch nochmal ein, zwei schöne fangen können. Und das seht ihr aber dann im Vlog 3. Also, bleibt dran! Herzlich willkommen und mal hier hallo liebe Angelsportfreunde zu einem weiteren Vlog-Tagebuch Nachtangeln mit Wobbler am Gewässer. Ja, beim letzten Mal hat es ja schon wunderbar geklappt. Wir konnten wunderbare schöne drei Fische fangen. Zwei WBs wurden geknackt. Es war eisekalt, Rutenringe sind zugefroren, Rollen sind zugefroren, Schnur ist zugefroren. Das ist jetzt ungefähr fast zwei Wochen her. Heute haben wir ganz andere Bedingungen. Es ist nicht mehr eisekalt, es ist ein bisschen wärmer. Aber das sollte trotzdem klappen. Ja, wie immer, wenn irgendwas ist, ich hole die Kamera raus. Ihr seid dabei. Los geht's! Ich habe eben gerade schon einen dicken, fetten Zander verloren. Jetzt ist mir noch mal einer eingestiegen. Also Wahnsinn. Um die 65, aber der ist fett gefressen, dieser Fisch. Mega. Also bin mega happy. Zweiter Fisch. Geil. Also ich weiß nicht mehr, was ich sagen soll. Ich bin einfach nur happy. Ich bin ein bisschen baff. Hat der eine dicke, fette Plauze gehabt. Wahnsinn. Also wir sind jetzt gut zwei Stunden unterwegs. Ein Zander habe ich verloren. Der hat ganz kurz vorne vorm Rand hat der gebissen und dann auch wirklich nur eine Flunke des Wobblers am hinteren Drilling hat er erwischt. Und ja, beim Drillen, kurz vorm Keschern, ist er mir dann ausgestiegen. Aber ich will mich nicht beklagen. Ich habe einen zweiten gefangen und der kam ein bisschen weiter, ja, von mir weg. Und der Drill war dann ein bisschen besser und safer. Und ey, Leute, ey, Wahnsinn! Was für einen dicken Bauch der hatte. Also die scheinen sich jetzt gut voll zu fressen. Ich hoffe, Erik kann jetzt auch noch gleich einfangen. Wir sind guter Dinge. Ja, ich bin happy. Ey. Und der Wobbler hat es wieder gerichtet. Sehr schön. Ich freue mich, auf dass da jetzt gleich noch einer kommt. Drückt uns mal die Daumen. Los geht's. Ein weiterer Vlog Teil 3 geht zu Ende. Heute haben wir einen wunderbaren, schönen Fisch gefangen. Ich glaube, dass dürfte für das Video Teil 2 und Teil 2 reichen. Insgesamt sind wunderbare vier schöne Fische bei rumgekommen.
Einfach mega, was wir bisher jetzt hier fangen konnten. Einfach herrlich. Nacht zu filmen ist immer ein bisschen schwieriger. Man kriegt natürlich nicht immer den Drill drauf. Wenn man mit mehreren Leuten unterwegs ist, dann klappt das immer ganz gut. Hat ja im Vlog 2 ganz gut geklappt. Heute Vlog 3 war ich mit dem Erik unterwegs. Leider hat er heute bisher noch keinen Fisch gefangen. Naja, wir machen noch ein bisschen weiter. Aber ich wollte jetzt schon mal die Abmoderation machen und ja, wenn noch ein Fisch kommt, dann seht ihr es. Ansonsten würde ich mal sagen, ich hoffe, euch hat dieser wunderbare, schöne Vlog gefallen mit Nachtwobbeln auf Zander. Und ja, ich würde mal sagen, wir sehen uns das nächste Mal. Bis dann wünsche ich euch alles, alles Gute. Ciao.